Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Eisenwurfs Produkt der Woche. Mein Name ist Andreas Garré. Ja, diese Woche stehen auch vier ganze Zeichen der EM voll unter Spannung. Demzufolge haben wir uns für ein Produkt unserer Eigenmarke Forum entschieden, und zwar einen Spannungstester. Dieser Spannungstester ist aus schlag- und bruchfestem ABS-Sicherheitskunststoff, bedeutet, wenn er mir mal aus Versehen runterfällt, geht er nicht gleich kaputt. Ja, was gibt es Besonderes zu diesem Produkt zu sagen? Zum einen hat er wirklich einen praktischen Clip, so wie beim Kugelschreiber, kann ich, falls ich eine Tasche hätte, entsprechend gut verstauen, oder halt praktisch in der Hose. Des Weiteren, und das finde ich wirklich super, ist an diesem Produkt eine LED-Taschenlampe dran. Ich drücke einfach diesen kleinen Knopf, zack, schon habe ich eine Taschenlampe, wirklich, wirklich praktische Sache. Die Lampenfunktion hat aber noch eine weitere Funktion, und zwar kann ich umschalten von 12 Volt Niederspannung auf ab 110 Volt Spannung. Aktiviere ich die Lampe, bin ich im 12 Volt Niederspannungsbereich, schalte ich sie aus, bin ich im ab 110 Volt Spannungsbereich. Ja, wie funktioniert das Gerät? Eigentlich ganz einfach. Ich demonstriere das hier mal so ein bisschen. Ich habe hier einen Wasserkocher mit einem Kabel dran. Und zwar fast berührungslos, ich muss wirklich nur daneben halten. Und sobald Strom drauf ist, wie in diesem Fall jetzt, gibt mir das Gerät ein wirklich eindeutiges Vibrationssignal. In dem Moment jetzt vibriert hier wirklich meine Hand ganz stark und zusätzlich leuchtet die Kappe vorne rot. Das heißt, ich kann es also wirklich auf keinen Fall übersehen. Ich kann das nochmal anhand von der Steckdosenleiste hier demonstrieren, vielleicht erstmal anschalten. Ne? Einfach reinhalten, jetzt vibriert es gerade ganz stark, leuchtet auch rot, oder hier einfach dagegen halten, vibriert ganz stark und leuchtet. Ja, das war es eigentlich auch schon, was es zu diesem Produkt zu sagen gibt. Ich hoffe, das war wie immer nützlich für euch und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder bei einer weiteren Folge. Bis dann, bleibt dran.